Willkommen zurück zum letzten Teil von Plants vs. Zombies Garden Warfare. Ich gehe auf den allerletzten Modus ein und zwar jetzt geht es um die Customisierung der Charaktere. Und wir haben zum Beispiel schon mal gesehen, dass wir das Aussehen ändern können. Wir können Hut aufsetzen, wir können dem Kollegen hier eine Fliegerkappe aufsetzen. Wir können gewisse andere Sachen, wie man zum Beispiel hier sieht, wir können ihm Rassen geben, wenn wir wollten. Und wir könnten ihm Tattoos geben. Beispiel hier, wir könnten ihm eine Narbe geben, wir wollten, je nachdem, wie man halt das Ganze möchte und was man halt freischaltet. Das ist aber nicht der wichtigste Punkt. Klar, Gestik kann man auch noch machen, wir haben den Happy Dance haben wir freigeschalten. Eine ganz schicke Sache, auch wenn man meistens das nicht einsetzt, aber das Wichtige kommt jetzt, Abilities. Und zwar, man kann neue Abilities freischalten. Wir haben zum Beispiel hier Hyper und wir haben Super P-Jump und das ist relativ simpel. Wir haben nicht so viel Speed, können aber weiten höher springen und hier haben wir die Sombrero Bean Bomb. Das ist die andere Bomb und die Chili Bean Bomb ist die Standard Bomb. Bei der Sombrero Bomb ist relativ simpel. Sie macht mehr Schaden, braucht aber auch mehr Zeit, um vorbereitet zu werden. Und dementsprechend gehen wir jetzt in das Spiel. Wir starten als den Pflanzen und wir haben zum Beispiel hier den Ice P. Der hat also Eisschaden drauf und wir gehen hin und nehmen nochmal den gesponserten und zwar den Berry Shooter. Das ist der, den man kostenlos bekommt mit diesem Aqua-Fanatic-Dingsbums da. So, die Skills, wie gesagt, kann man am Anfang selber noch ein bisschen auswählen, aber das ist nicht von Anfang an so. Man muss wirklich erst das Level erreichen, man muss gewisse Sachen machen, um weitere Sachen freizuschalten und das ist auch ehrlich gesagt mein allererster Charakter, der sowas überhaupt kann. Und in erster Linie ist die normale Schussart geändert. Wir sehen zum Beispiel, wir haben gerade auf jemanden geschossen. Und so wirklich Schaden haben wir nicht gemacht, wenn wir den normalen P-Shooter gesehen haben. Wir machen doch relativ guten Splash-Damage. Das ist mit diesem Charakter nicht mehr der Fall. Und das ist dann halt wirklich wieder die Sache. Es gibt wirklich, wirklich viele Charaktere pro Klasse, die man freischalten kann. Und die spielen sich alle unterschiedlich und man muss halt wirklich seinen eigenen Spielstil finden. Ich finde das wirklich eine coole Sache, denn man hat wirklich so die Möglichkeit, sich selber ein bisschen anzupassen. Ohne halt eine komplett neue Klasse zu spielen. Denn man kennt die Skills, nur halt der Standard-Schuss-Skill ist ein bisschen anders. Und dadurch, dass man halt wirklich nicht mehr mit Splash-Damage hier arbeiten kann, muss man halt wirklich anders arbeiten. Und das ist wirklich einer der großen Punkte, warum mir das so gut gefällt eigentlich. Aber auch leider hat dieser Modus einige Nachteile und da werde ich später drauf kommen. Hier, wenn man wirklich halt die Chance hat, die wirklich anzugreifen, dann würde man auch mal Schaden machen. Ansonsten hier sieht man zum Beispiel ein weiterer, ein Scientist Yeti. Und hier dachte ich mir, stelle ich mich clever an, aber die Sombrero Bomb ist dann halt doch etwas zu langsam gewesen. Und hier leider das Problem, der Gegner war dann halt doch im Vorteil und dementsprechend renne ich vor ihm weg. Hier nutzt Hyper, versucht nicht die höchste Methode zu nutzen, zu springen. Und wir können hier hingehen und den Kollegen, der überhaupt nicht auf uns achtet, einfach von hinten mit der Minigun umnähten. Das Schöne ist, hier sind gleich zwei. Also nehmen wir beide mit. Auch hier gerade wieder richtig schön, wie gesagt, Direct Hit, wenn man es hinbekommt. Richtig gute Schaden, das waren 75. Das heißt, so viel mehr HP hat der auch kaum. Hier ein bisschen vorausschauend versuchen zu agieren. Und wie man sieht, wir machen eigentlich relativ viel Schaden. Also entweder ist es nicht der gleiche. Oder der hat irgendwie regeneriert zwischendurch. Auch hier wirklich schön. Hier sieht man zum Beispiel, wir können richtig viel Schaden zum Teil machen. Und haben damit auch schon wieder einen umgenietet. Da einer im Nahkampf, schnell die Bombe gelegt. Hyper aktiviert. Und schon weiß er nicht mehr wirklich, wo wir hin sind. Und könnten das ausnutzen. Und hier stellen sich wirklich ehrlich gesagt ein bisschen blöd an. Sie hatten genug Zeit, mich zu sehen. Schießen irgendwo hin. Aber sie haben sich, wie gesagt, nicht clever angestellt. Und so habe ich zwei sehr, sehr einfache Kills dazu bekommen. Ansonsten, ich denke, wir hatten die Map schon mal gesehen. Der große Punkt ist der Zug in der Mitte, der halt einen einfach umnieten kann. Ich denke, das kann man so ein bisschen mit Team Fortress vergleichen. Da gibt es auch solche Maps. Auch hier wieder zum Beispiel sehr interessant zu sehen. Der sieht uns. Ich muss zwar mich hier in Rettung begeben, einfach weil ich halt so wenig HP hatte, aber der hat sich halt echt leicht umnieten lassen. Und das ist weiterhin, was diesen P-Shooter sehr, sehr gefährlich macht. Auch hier seht ihr, wir sind schon wieder auf einem richtig, richtig guten Kurs. Die Gegner haben gerade mal 16, wir sind schon auf 35. Und auch hier wieder ganz, ganz hilfreich, dass wir schon so ein bisschen wissen, wo die Gegner sind. So kann man sich ein bisschen cleverer anstellen, außer man wirft die Sombrero-Bombe so. Aber wir können uns halt auf gewisse Situationen besser vorbereiten. Gut, dass wir bekommen Heiler. Heiler, wie gesagt, sind super gut bei den Pflanzen. Und
Hier sind wieder richtig, richtig viele. Wir sehen zum Beispiel hier auch gerade, da ist ein Soldat und ein All-Star am Start. Da ist er, da hinten. Und hier haben wir wirklich so ein bisschen das Glück, denke ich, dass dieser Zug hier gerade durchfährt, denn er gibt uns sehr, sehr gut Schutz. Ich glaube, hier ganz kurz schaffe ich es, unten drunter zu schießen, aber ich treffe halt nichts wirklich. Und jetzt müssen wir hier mit dem Angriff hier kämpfen. Und, oh, wir haben ihn sogar besiegt, aber ich war mit dem Hypermodus bereit, mich auch in Sicherheit zu bringen. So, und auch hier wieder zeige ich mal, wie man eine Sombrero-Bomb richtig nutzen könnte. Aber erst vorher Minigun. Minigun gefällt mir richtig, richtig gut. Hätten wir noch ein bisschen gewartet, hätten wir noch weiter nutzen können. Aber wie gesagt, Sombrero-Bomb kann es ebenfalls tun. Kaboom. Damit war es unser 9. Kill in Folge. Gar nicht mal so schlecht. Hier ist ein bisschen aufpassen, denn hier gibt es definitiv explosive Fässer, die mich zwar persönlich noch nie wirklich getroffen haben oder mir ernsthaft Gefahr gemacht haben, aber sie sind da und es gibt immer mal die Situation, dass man davon mal getroffen wird. Auch hier muss man wirklich aufpassen, sieht man, es sind sehr, sehr viele am Antanzen und ich gehe jetzt hier relativ clever und positioniere mich bereits. Denn ich gehe davon aus, dass er da hochspringt, was er tut und sofort von dem Minigun angegriffen und umgenietet. 10. Kill in Folge. Und hier, denke ich, bin ich relativ clever. Wir sehen, wir haben einerseits hier noch das MG weiterhin offen. Und wie man sieht, da hinten läuft einer. Ich dachte vielleicht, dass der irgendwie versucht, da in die Mitte reinzulaufen, aber das ist leider nicht der Fall. Und dementsprechend beobachten wir einfach weiter, passen auf die Situation auf. Und er zum Beispiel, er war clever, bis er dann halt überrannt worden ist. Da gehe ich also hin, versuche ihn schnell wieder zu beleben. Einfach um das Ticket zurückzubekommen, was auch sehr gut funktioniert. Einfach die Sombrero-Bombe nach unten, weil dann doch da Gegner sind. Nummer 11. Und das war's. Auch hier nochmal einen drauf bekommen. Extra Punkte, 11 Kills, ohne auch nur einmal besiegt worden zu sein. Und wie man sieht, auch hier meines Erachtens doch relativ offensichtlicher Sieg wieder mal. Erster Platz, erneut, finde ich immer noch relativ gut, dass ich das doch relativ gut hinbekomme. Und wir haben Vanquish Streak bekommen. So, wir gehen über zu den Zombies. Und den Superkommando kennen wir aus dem allerersten Teil bereits. Und jetzt stelle ich ihn euch vor. So, und jetzt kommt der Punkt, warum dieser Modus mir noch nicht gut gefällt und auch warum viele ihn nicht spielen. Das ist wirklich häufig so, an einem Wochenende, sagen wir mal so kurz vor Mitternacht in dem Dreh, würde ich sagen, für die meisten Gamer so die Zeit, wo man doch ohne Probleme spielen sollte. Oder kann, sagen wir so. Meistens ist dieser Spielmodi tot. Und warum liegt das? Weil es sehr viele Klassen gibt, die man erstmal freischalten muss. Und wenn man halt wirklich, sagen wir mal, rangeht, das Spiel jetzt gerade gekauft hat, vielleicht ein paar Stunden gespielt hat, da hat man definitiv noch keine weiteren Klassen freigeschalten. Und da ist wirklich das Problem, denn die Klassen spielen sich unterschiedlich. Nicht besser oder schlechter, aber unterschiedlich. Und da ist wirklich das große Problem. Ich denke, da gibt es nämlich wirklich einige, die sehr, sehr interessant sind. Und viele haben vermutlich nicht das Interesse daran, gegen diese Klassen zu spielen, denken sich lieber, ich will lieber eine faire Partie, wo ich weiß, was der Gegner kann, anstatt halt nur mit klassisch normalen Charakteren zu spielen, die Gegner halt mit verbesserten oder anderen. Und da ist wirklich das Problem zum Beispiel, ich habe mit den Pflanzen, glaube ich, 3 andere Klassen freigeschalten und 2 davon waren gesponsert. Ich denke, ich habe nur noch den einen Pichot auf Eis und hier übrigens, ich kann euch nicht sagen, was das war, der Chomper hat mich von vorne angegriffen. Vampiric Chomp bin ich drauf gegangen. Also der Feuerchomper hat eine Möglichkeit, Vampir-ähnlichen Schaden anzurichten. Okay. Und da ist wirklich das Problem. Man rechnet damit nicht. Ich dachte jetzt, okay, solange er nicht hinter mich kommt, kann er mich nicht sofort umbringen. Und irgendwie hat das dann doch hinbekommen. War auf jeden Fall leicht merkwürdig, lag aber auch so ein bisschen an der Kameraperspektive. Ganz kurz zu sagen, was der Superkommando kann. Anstatt halt ein MG zu haben, hat er halt eine Armbrust und kann halt nur begrenzt schießen. Macht dafür aber bei weitem mehr Schaden. Hier ganz clever. Ich habe gesehen, dass die Chomper halt dem gejagt sind. Dementsprechend habe ich ungefähr geplant, wie weit der Chomper gehen könnte und habe ihn dann dementsprechend so mit der Rakete angegriffen. Auch hier ist ganz toll, relativ clever, aber mit Zigzag hin und her hat er es nicht geschafft, mir genug Schaden zu machen und dementsprechend ist er draufgegangen. Ja, das große Problem ist wirklich, man muss einfach Klassen freischalten und das schafft man nur, indem man Coins sammelt oder halt Coins kauft. Kann man theoretisch machen, sehe ich keinen Grund. Und sich halt Booster Packs kauft. Und dann halt weitere Sachen freischaltet. Aber wie gesagt, wir werden am Ende sehen, wie viele Klassen es gibt. Und das ist echt heftig.
Auf jeden Fall halt, das große Problem ist einfach, dass man halt noch nicht wirklich viele hat. Ich werde euch in diesem Video hier mit den Zombies noch eine weitere zeigen. Und das ist die andere, einzige Klasse, die ich bisher freigeschalten habe. Hier leider nicht der beste Granatenwurf. Aber dafür werde ich euch gleich einen guten Bazooka-Kill zeigen. Ja, auch leider ist ein bisschen ungewohnt, wenn man die ganze Zeit mit dem MG spielt. Kann man besser draufhalten und auch treffen. Und mit der Armbrust ist es dann halt doch ein Unterschied. Hier schnell wiederbeleben, den einen Punkt wiederholen. Und da kommt ein Jumper. Ich sehe den Jumper, rechne mit dem Jumper, töte den Jumper. Schön gemacht, denke ich. Wie gesagt, ich denke wirklich, das große Problem an diesem Modus ist einfach, dass man halt nur mit den Standardklassen startet, die ganzen anderen erst freischalten muss und das dauert zu lange. Und ich denke wirklich, dass viele sich das einfach nicht antun. Die sagen aber, ich werde mal hier eine Runde spielen, will halt mit dem spielen, was ich kenne, muss nicht erst versuchen, das freizuschalten. Und dadurch, dass er die Klassen hier auch wirklich schön gemacht, der Chomper hatte ihn schon fast aufgegessen, aber dadurch, dass er draufgegangen ist, habe ich meinen Kollegen retten können. Auch hier wieder, wir spielen schon wieder halt Chomp Town. Tut mir leid, aber passiert nun mal. Aber meistens ist da gerade diese Tomate, dieses Tomatengebäude halt wirklich richtig, richtig gut. Sieben Kills in Folge, das ist gar nicht mal so schlecht. Aber, und jetzt kommt hier leider das Problem, Alleingang gemacht und draufgegangen. Hier sehen wir zum Beispiel Toxic Pea Cannon. Das heißt also, wenn man getroffen wird, macht man noch extra Giftschaden. Und jetzt gehen wir über und gehen zu der anderen Klasse, der anderen einzigen Klasse, die ich bisher freigeschalten habe. Und zwar dem Scientist. Und der hat eine Elektrowaffe. Also das ist ein auch sehr schönes Headgear, was er da hat. Finde ich persönlich sehr, sehr cool. Ist ein Raumschiff. Und ja, er hat weiterhin logischerweise die gleichen Skills. Und wie auch hier gesagt, man muss wirklich erst die Level-Ups erreichen, um Alternativ-Skills freizuschalten. Ich hatte wirklich mit dem P-Shooter als einzigen bisher, glaube ich, Level 5 erreicht. Die allen anderen Klassen haben noch keine neuen Skills freigeschalten. Und auch hier wieder das Problem, vier Spieler haben mehr Klassen und mehr Skills freigeschalten, die anderen haben es nicht. So, ich persönlich mag A, den Scientist nicht, aber ich mag auch B, Elektrowaffen nicht. Und zwar, Elektrowaffen machen normal weniger Schaden. Und hier ist das Problem, ich würde ihn gerne wiederbeleben. Aber keine Chance, einfach weil zu viele Gegner waren. Aber der Pluspunkt bei der Elektrogun ist, wenn weitere Gegner in der Umgebung sind, dann nehmen die ebenfalls Schaden. Ist eine ganz nette Sache. Ich persönlich jedoch finde es nicht allzu wichtig oder toll. Wir haben sogar mal hinbekommen, jemanden zu treffen damit. Und hier sieht man, relativ clever wieder gewesen, haben sofort die Heilstation zerstört. Dementsprechend bin ich als Heiler wieder überflüssig geworden. Und da würde mich persönlich auch interessieren, was da in der Zukunft noch freischaltbar ist. Ob man vielleicht wirklich eine Heilstation freischalten kann, die man besser nutzen kann. Entweder, keine Ahnung, mehr Heilung, weniger Cooldown, irgendwas, dass man halt irgendwelche Alternativen freischaltet. Und da kommt dann halt wirklich der nächste Punkt. Man muss die Klasse erstmal spielen. Man muss sich, wenn man Pech hat, eine Klasse spielen, die man nicht mag, um zu hoffen, dass er dann Sachen freischaltet, die man mag. Wir haben tatsächlich mal gewonnen, wow. Aber wie gesagt, das große Problem, die einen Punkte, die ich angemerkt habe, und dass es halt einfach keiner spielt. Ich hatte hier wirklich die glückliche Fügung gehabt, dass es jemand mal spielt, aber ich hatte häufig den Fall gehabt, dass ich hingehe, sage, ich spiele jetzt hier die eine Runde, die vielleicht schon angefangen ist, einfach weil halt einfach zu wenig ist, und danach wollte ich aufnehmen, und dann war der Server leer. Und dann hatte ich auch keinen mehr gefunden. Ansonsten, wir haben drei Achievements abgeräumt, oder drei Rewards, nicht schlecht. 13 Kills, auch nicht gut, auch nicht schlecht. So, und das war es dann auch schon. Ich möchte euch jetzt noch zu allerletzten Stickerbook zeigen. Wir sehen, wir haben 6 Stunden bisher nur gespielt. Und ich möchte einfach mal zeigen, da sehen wir alle Skills. Man kann tatsächlich für jede ein weiter Alternativ-Skill freischalten. Und was für unterschiedliche Klassen man in diese, welche unterschiedliche Charaktere man pro Klasse freischalten kann. Und man sieht, da sind wirklich einige dabei. Und die haben natürlich alle ihre eigenen Unterskills. Und das finde ich persönlich sehr, sehr cool. Das war's, wie gesagt, von Plants vs. Zombies Garden Warfare. Ich persönlich kann es nur empfehlen, jetzt auch gerade weil Voice-over-IP dann doch mit Push-to-Talk automatisch ausgestattet worden ist. Und ich denke auch, der Preis ist okay. Ich habe auch keine Probleme damit, dass Leute theoretisch hingehen könnten und mit Echtgeld Coins kaufen können, denn man kann wirklich Coins sehr, sehr schnell sammeln. Man kriegt ungefähr 2000 Minimum pro Runde und man braucht 10.000, um meines Erachtens ein richtig gutes Booster zu bekommen. Und die Runden gehen auch sehr, sehr schnell rum. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis dann.